Servus, kennst du das auch? Du würdest nur ein Löffelchen Einbrenn brauchen, um eine Soße oder eine Suppe zu binden, aber du willst dir nicht die Arbeit antun und das jetzt in einer Pfanne neu machen. Da habe ich einen Tipp für dich. Ich mache mir die Einbrenne einmal im Monat auf Vorrat, gebe sie in den Kühlschrank, sie hält einen Monat ohne Probleme und ich habe die Arbeit nur einmal. Kann aber jederzeit meine Suppe oder Soße binden, wenn ich es brauche. Mach's nach. Ich lasse 3 Esslöffel Butter in einer heißen Pfanne schmelzen, gebe dann 3 Esslöffel Mehl dazu und dann nehme ich Öl. Ich mache keine reine Buttereinbrenne, habe aber trotzdem das gute Aroma von der geschmolzenen Butter dabei. Dann gebe ich noch etwas Mehl dazu, bis ich die Konsistenz habe, die ich gerne möchte und auch bis ich die Farbe habe, die ich gerne möchte. Langsam rösten ist wichtig und du kannst entscheiden, ob du eine helle oder eine dunkle Einbrenne haben möchtest. Ich gebe sie ins Glas, lasse sie abkühlen und bewahre sie im Kühlschrank auf, bis ich sie brauche.